Checkup, das Gesundheitsmagazin, wird Ihnen präsentiert von Hirslanden und Reha-Klinik. Grüezi miteinander bei Checkup, das Gesundheitsmagazin. Heute der dritte und letzte Teil zum Thema Rauchstopp. Am 13. April ganz genau hat die Reporterin Lilia Mucibabic ihre allerletzte Zigarette geraucht. Heute, viele Monate später, gehen wir sie besuchen und schauen, wie es ihr ergangen ist. Und später in der Sendung stellen wir Ihnen eine Methode zum Rauchstopp mit Hilfe von Medikamenten vor, die seit neuestem von der Krankenkasse gezahlt wird. Das ist Lilia Mucibabic vor 5 Monaten. Eine Ziege hat schon am Morgen nicht fehlen. Sie war eine starke Raucherin, 15 Jahre lang. Dann kommt der Tag X, fertig mit Schlotten. Die 34-Jährige will aufhören, sie geht in die Beratung ins Lungenzentrum. Grundsätzlich wollte ich noch fragen, wie stark ihr Suchtpotenzial, wie man so schön sagt, ist. Das hört sich jetzt sehr schlimm an, aber eben, es gibt bestimmte Kriterien, die zeigen, eben, wie stark abhängig sie von der Zigarette und letztendlich eben vom Nikotin sind. Die Raucherin probiert es ohne Hilfsmittel, ohne Nikotinpflaster, ohne Kaugummi und ohne Medikament. Obwohl die Erfolgsquote so sehr niedrig ist. Darum sage ich, für den ersten Versuch möchte ich einfach mal testen, wie stark ich bin. Und ich denke, wenn ich mich da wirklich immer wieder damit auseinandersetze und mir das vor Augen führe, dass das klappen soll. Willkommen bei bootcamper.ch. Unter der Anleitung vom Personal Trainer Mario Casto kommen hier die Teilnehmer in der Natur an ihre sportlichen Grenzen. Vollgas, Vollgas! Alles geben, alles geben! Sehr gut, alright! Bootcamp sitzt in allen Stadtkreisen, damit man schnell und möglichst vor der Haustür ein effizientes Training bekommt. Genau das Richtige für die Lilly nach dem Rauchstopp. Ich muss sagen, etwas vom Ersten, was ich gespürt habe, ist, dass ich mehr Energie habe. Also ich habe plötzlich viel mehr überschüssige Energie gehabt und es hat mich rausgetrieben, ich habe mich wieder bewegen. Ich habe einen Tag, nachdem ich aufgehört habe zu rauchen, habe ich angefangen zu joggen. Ich gehe mit dem Velo zur Arbeit. Gut, langsam lösen in die Strecke. Gut, so ist genau richtig. Komm, noch zwei, komm. Jawohl. Nach und nach verschwindet die negative Effekt vom Rauchen. Nach 3 Tagen verbessert sich die Atmung. Nach 3 Monaten verbessert sich die Lungenkapazität. Nach 3 Jahren sinkt das Herzinfarktrisiko. Doch wie steht es mit der Sucht, mit der Lust nach der Ziggy? Es gibt immer noch Zigaretten, wo ich Lust danach habe. In der Gesellschaft oder wenn ich Stress habe, wenn ich nervös bin, wenn ich mal eine Pause brauche. Aber ich sage mir dann immer, nein, wieso? Jetzt habe ich es so weit geschafft. Wieso sollte ich mir jetzt eine anzünden? Ich spüre meinen Körper von der äußersten Haarspitze bis zum Zehennagel. Das tut gut. Oft langt aber ein starker Wille allein nicht. Die Sucht ist stärker. Jenny Gubler hat nur dank einem Medikament aufhören rauchen. Weil ich wusste, ich habe die Nerven nicht. Ich habe die Nerven nicht, um so aufhören. Also, ich bewundere die, die das können. Aber, Ich habe mich für das andere entschieden und es war das Beste, was mir passieren in dieser Situation. Jenny Gubler hört mit dem Medikament Jumpix auf, das seit dem 1. Januar von der Krankenkasse gezahlt wird, wenn Patienten stark vom Rauchen abhängig sind oder eine schwere Krankheit haben. Wegen der Nebenwirkungen, die das Medikament haben kann, braucht es aber eine sehr engmaschige ärztliche Begleitung. Ich habe dann nach einer Woche dann mal am Arzt angerufen und gesagt, ich sage am Verzweifeln, ob das von diesen Tabletten kommt. Oder? Und dann sagt er, ja, das kann ich sein, ich soll mal nur noch eine nehmen und dann ist das wieder gut. Die 65-Jährige hatte schwere gesundheitliche Probleme. Dank dem Medikament hat sie fast sofort aufgehört zu rauchen. Doch ein Rauchstopp ist für jeden individuell. Ob jemand eher auch in Richtung Depression neigt, dann ist das mit der medikamentösen Therapie möglicherweise ein Problem. Dann kommen wieder mehr die Nikotinersatzpräparate ins Spiel. Also es wird immer eine individuelle Lösung zusammen mit dem Patienten sein, was man dann wählt. Und was zählt, ist letzten Endes der Rauchstopp. Verschiedene Wege führen nach Rom und zum Ziel. Zwei Frauen, beide haben aufgehört zu rauchen.
beide haben es geschafft, auf ihre ganz eigene Art. Das wäre es bei Checkup, das Gesundheitsmagazin. Weitere Informationen zum Thema Rauchstopp finden Sie bei uns auf der Homepage www.checkuptv.ch. Auf Wiedersehen. Checkup, das Gesundheitsmagazin, ist Ihnen präsentiert worden von Hirslanden und Reha-Klinik.